willkommen zurück zur total verrückten Rallye mit dem Yaro 85 an der Spitze und der Killer Menti hinter uns. Also, glaube ich zumindest. Ja, ich denke mal schon. Auf jeden Fall müssen wir nach Stockholm fahren. Es ist das Jahr 22 und wir haben 33 Felder vor uns. Tolle Karten haben wir jetzt nicht unbedingt. Deswegen würfeln wir einfach. Genau, das war jetzt meine Zunge, die war schneller als mein Mund. Mal schnell und kommen auf ein Geldfeld. Und 1800 Geld mitnehmen. Und Kindermendi am Zug. 33 Felder. Fährt auch auf ein Geldfeld. Sie kann wahrscheinlich nicht genug Geld haben. Schnube. 3 Walz. Na, die hätte ich auch gerne. Aber nur eine 11. Typisch unter Schnube. Aber er kommt wenigstens ein Stückchen voran. Und dann geht er auch noch shoppen. Kauft sich natürlich neue Walzen. Ich gebe schon mal die Tendenz ab und den Tipp, dass der Schnube diese Etappe gewinnen wird. So, auf ein Gewinnfeld kommt auch unser Flo 89. Littin und 7 mit Dr. Trago im Gepäck. Ja, die sind schon ziemlich nah dran. Ob das was für Schnube tatsächlich wird? Wir werden abwarten. Auf jeden Fall zieht Ellie Ente mit einer 4 nach vorne. Und zieht eine Karte. Wo er natürlich vorher eine wegschmeißen muss. Punch weg. Mieten ran. So, knallen mit 26 Feldern. Und einer riesengroßen 1 auf ein rotes Feld. Und es kostet gleich mal 35.000. Ui. Tüte ist unser nächster. Macht eine Nimmkarte. Und nimmt sich von Killermenti die Fischfabrik weg. Ist das nicht nett? So, somit ist die Killermenti auf Platz 3 zurückgerutscht. Wir nach wie vor auf Platz 1 und auf Platz 2 die Tüte. Auf in den Februar. 29 Felder. Wir würfeln eine fette 4 und landen auf Geld. Ja, das ist okay. 4.000 können wir gebrauchen. Wir haben ja erst 4 und noch was 1.000. Oh, Killermenti nimmt einen Ballon. Tschüss-Karte auf sich selber und wird nach unten transferiert. Wenn sie das mal nicht bereut. Und der Schnube mit einer 21, ich sag ja. Kandidat für den Sieg. Das kann jetzt Stunden dauern, bis er da ist. Nimmt Dr. Drago mit, gibt eine Tüte ab und fährt ganz cool weiter. Typisch Schnube. Schon ist er nur noch 9 Felder entfernt. Herz, was willst du mehr? Flo 89. Zieht eine Karte, den Fiskus. Oh. Bin ich schon gespannt, bei wem sie den einsetzt. Weil die Computergegner nehmen den Fiskus auch sehr gerne. Und die Lili, wie immer, nimmt sich Dr. Trago wieder weg. Muss allerdings auch gleich mal 45.000 zahlen. Der Strafe muss sein. Eine 3 für Ellie Ente. Knall, ebenfalls 25 Felder. Aber von der anderen Seite kommt er. Und eine 6 Felderkarte. Tüte. Einer 4. Will nicht über Dr. Drago. Fährt lieber zurück. Und zieht eine Risikokarte. Wir sind nach wie vor Platz 1. Gut, wer hätte das gedacht? Wir haben auch das meiste Geld, sehe ich gerade auf dem Konto. Und machen auch die meiste Miete und so. So lässt sich leben. Also weiter geht's. Eine 5. 2, 3, 4, 5. So, 7600 im März. Und damit gehen wir ab zur Killermenti. Die gerade in Monaco rumrennt. Und dann gleich eine Karte zieht. Schlafen. Ich habe das Gefühl, sie wird die Karte wahrscheinlich dann in der nächsten Runde auf Schnupe anwenden. Weil Schnupe am nächsten ist. Eine Konferenz hat Floey gemacht. Und somit hat Schnupe seinen Vorsprung verspielt. Und alles sind wir mitten auf dem Ozean. Tja, so schnell kann es gehen. Lili hat 7 Mal Geld verloren, weil Dr. Trago im Pferdrennen verloren hat. Auch nicht schlecht. Fährt den Eliente hin? Oder besser gesagt, wo fliegt Eliente hin? Knall. So haben wir aber nochmal eine Chance, auf das Einkaufenfeld zu kommen. Vielleicht könnten wir dadurch ein bisschen shoppen gehen. Es müsste eine 3 sein, rein theoretisch. Also wenn wir eine 3 Felderkarte haben,
Rückwärts ging es dann auch. Und damit ist die Killer-Mandy plötzlich auf Platz 2 wieder, weil Tüte fleißig eingekauft hat. Mensch, und Platz 2 ist ja wirklich ein spannendes Duell. Selbst die Liddy und auch Ellie Ente kämpfen noch ein bisschen mit. Haben wir eine 3-Felder-Karte? Ja, selbstverständlich nicht. Auf der Würfel mehr haben wir eine 3. Wenn eine 4. Also fast eine 3. Nein, da kriegen wir Dr. Draco. Das ist also schlecht. Moment. Guck mal hier runter. Nehmen wir das Goldfeld mit. Lieber so als Dr. Drago an der Backe. Killer-Mandy mit einer 1. Schnappt sich 10.900 und ist happy. Oh. Erdbeben. Neapel. Mal sehen, wer betroffen ist. Floey und Ellie. Aber Schnupe war trotzdem noch 8 Felder entfernt. Warum hat sich Schnupe nicht mitgezogen? Ne, jetzt ist Schnupe dran. So rum. Wahrscheinlich gerade ein bisschen nachgeladen. Boah, jetzt ist Schnupe schon wieder hin. Wir müssen doch jetzt nicht nach Reykjavik. Fiskus auf uns! Dankeschön. 492.000 abgezogen. Na wunderbar. Sehr schön. Floey 89. Dafür hasse ich dich auf Lebenszeit. Wunderbar. Zumindest im Spiel. 492.000 abgenommen. Ellie Ente zieht eine Karte. Mieten weg. 3 Felder. Ran. Warum nicht auf Ellie Ente? Ellie Ente hat doch so viel Geld. 400 noch was 1000. Aber wahrscheinlich, weil wir Erster sind. Und Floey wahrscheinlich der Killer-Man, die ihn gefallen tun will. Ziemlich ungerecht. Und eine 9 mit 5 Walzen, da würde ich mich ja schämen. Tüte. Halt's da unten. Okay. Damit sind wir aber trotzdem noch Platz 1, glücklicherweise. Sind auch nicht im Miesen. Was ich sehr schön finde. Was wollen wir denn für Karten? Tschüss, Karte. Ne, brauchen wir jetzt noch nicht. So, Überfall ganz cool. Eine 2, super. Egal, wir nehmen jetzt die Karte mit. Eine Abkaufen-Karte. Ja, bei den paar Kröten, die wir noch haben. Dank Floey 89. Können wir uns eh nicht leisten. Und die Killer-Mandy zieht ab. Nimmt sich Dr. Drago mit. Das finde ich sehr nett. Grundstück verschenkt von Killer-Mandy. Dr. Drago weiß, was er tut. Und Schnurrbandelt am Zug. 6 Felderkarte. Für Floey 89. Erzfeind Nummer 1. Aber 14.000 eingesammelt. Liddy 0. 7 mit einer 6 haut sie ab. Nicht, dass sie Killer-Mandy hinterher rennt. Dr. Drago wieder abdrückt. Auch 14.000. Mensch, die Kohle flattert ja nur so über den Tisch. Ellie Ente landet auf einem roten Feld, verliert 15.000 und heult nicht hinterher. Deshalb geben wir ab. Ein Knall. Mit einer 5. Alle fahren sie dort hinten lang. Verdoppeln Karte. Tüte. 4 Walzen. Das war bestimmt wieder eine 3 oder sowas. Gut, das ist möglich, aber trotzdem. 20. So, Killer-Mandy hat die Glück gehabt. Sie ist Dr. Drago los. Der geht wieder ganz geschickt an die Liddy 07, die sowieso besser mit Dr. Drago klarkommt. Und Tüte fährt gemütlich Richtung Ziel. Meinetwegen kann er auch jetzt gewinnen. Aber die Killer-Mandy ist nach wie vor Platz 2. Wir sind im Juni. Wir haben nichts Tolles an Karten. Wir würfeln einfach mal ganz fett. 4. 1, 2. 3. Jetzt kommen wir auf das Kaufenfeld. Na, gibt's denn das? Wir machen es trotzdem. So, was haben wir denn jetzt mal weg hier? Schneeflug weg. Abkaufen können wir auch weghauen. Und die Tschüsskarte auch. Und wir gönnen uns jetzt einfach mal. Platin können wir uns jetzt gerade nicht gönnen. Eine 5-Falzen-Karte. Das kostet jetzt Flugzeug auch 50.000. Nehmen wir auch noch mit. Und. Ja, ja, und 2 Walzen nehmen wir uns auch noch so. Jetzt sind wir gut bestückt. Schlafen für Tüte. Ich wusste, dass Killer-Mandy das irgendwann macht. Das war sogar ganz clever, weil hätte Tüte jetzt gewonnen. So haben wir doch noch eine Chance. Aber nach Stockholm fliegt ein Flugzeug. Ich glaube, Oslo war es. Aber. Wir heben das Flugzeug einfach mal auf.
Eins für Schnuber. Der auch wieder fett shoppen geht? Nee, doch. Oh, Flöhe 89, auch 400.000 auf der hohen Kante. 14.000. Lili 07 mit Dr. Trago im Gepäck. Und Dr. Trago gibt 26.000 an Flöhe. Unverdient. Und Elliente muss wieder eine Karte ablegen. Kontoausgleich weg. Abkaufen. Ran. Knall. Am Ball. Die 4. 15.000 Geld für Knall. Und Tüte muss schlafen. Huna! Und Grillamenti rennt natürlich mit Geld ein bisschen davon. Wir sind im Juli. Nehmen unsere fette 5-Walzen-Karte und wirfen wirklich keine 10. 23, das ist doch mal angenehm. So. Fliegen wir mal an den ganzen Freunden hier vorbei. So. So, an Flöhe vorbeigefahren. Hier ist Dr. Drago. Ne, Moment, hier sind zu viele Felder dazwischen. Vielleicht werden wir ja den Dr. Drago noch los. Ja, werden wir tatsächlich. Zack, und schon der Tüte Dr. Drago. 3 Felder. Schön. Wenn wir eine 5-Felder-Karte hätten, das wäre ein Traum. Aber gut, erstmal Kilamenti beobachten, was er macht. Die Geister auf rotes Feld, verliert 6.400 und lacht sich ins Fäustchen. 5 Felder für Schnube. 5 Walzen, nicht 5 Felder. Seine 14 ist Schnube auch ziemlich nah dran. Wird ja knapper als erwartet. Es sei denn, irgendjemand hat noch eine Konferenz. Aber wir wollen es einfach mal an die Wand malen. Und den Teufel auch nicht. 18.000 für Schnube. Flöhe am Ball. Da kommt auch 17.000. Boah, das sind ja Summen. Lidl 07 mit einer 2. Fahr zurück. Um dort auf Geld zu kommen. 20.000 Klemmer. Boah. Überraschend, überraschend. Elliente heizt über den Ozean mit seinem Sportjet und seiner Badehose an und gibt ab an Knall. 21 Felder. Knall geht shoppen. Ja, alle kaufen sich immer dasselbe. Und Tüte hat eine Hau-Ab-Karte. Kein Problem, wenn wir eine 5-Felder-Karte, würden wir das Ding jetzt gewinnen. Wir führen natürlich noch an den Laden. Starten in August. Haben eine 5-Felder-Karte und gewinnen den Laden. So muss es sein. Der erste Sieg im Jahr 22 und das waren auch noch wir, die glorreichen Sieger von YouTube. Es war Runde 66, wir kriegen 185.000 und können nichts kaufen. Wir können nichts kaufen, das ist ja komisch. Die Nimm-Karte, Moment mal, den hier, den, da würden wir Killermäntchen gefallen tun, glaube ich. Aber egal, wir sind mal nicht so. Jetzt hat er wenigstens nicht mehr doppelt. So. Einen wunderschönen guten Tag. Und ab geht's, Leute. Diesmal nach Vaduz, der Hauptstadt von Liechtenstein. Los, los, los. Worauf wartet ihr? Ab geht's. Na, dann geht's ab nach Vaduz. Kilamenti am Zug mit einer 2 und ein Strahl im Gesicht. Kauft sich nix. Schnuppe nimmt 4 Walzen. Und heizt von oben nach Vaduz mit einer 11. Die Ostblockstaaten sind immer noch geschlossen. Grenzen noch dicht. Mal sehen. Flöhe 89. Also. Auch nichts kaufbar. Ich habe so viel schon gekauft, langsam müssten die Grenzen wirklich mal aufgehen. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Weil das ist so der Ort, da bin ich auch damals selten begeistert. Das ist dann wie ein neues Spielbrett. 11.000 weniger auf dem Konto, Elliente. Und Knall nimmt 5 Walzen. Behält allerdings Dr. Drago. Na gut, bei einer 15 müsste aber jemand vorbeikommen. Aber warum fliegt er trotzdem oben lang? Achso, Elliente soll Dr. Drago kriegen. Ja, das ist auch in Ordnung. Elliente hat's verdient. 15.000 für Knall. Und die Tüte mit 24 Feldern. Gut, da sind wir ungefähr bei 30 Feldern. 29 müssten es sein.
So, wir führen den Laden an. Jetzt plötzlich an der zweiten Stelle unsere Litti 07. Hat die Killermenti überholt. Und freut sich, ja, eine Schnecke ins Hemd. Nicht schlecht. So, wir nehmen aber jetzt, nach Vaduz ist okay, Flugzeug, unsere zwei Walzen. Wahnsinnig viel. Sehr schöne 7. Na klasse. Naja. Ne, das ist ein rotes Feld. Da ist ein Paus. 17.000 für uns. Und die Killermenti ist am Zug. Hupt alle an. Immer für Aufsehen gut, die Killermenti. Bekommt allerdings nur noch 16.000. Und gibt ab an Schnube. Der auch wieder 17.000 kriegt. Ich glaube, bei Killermenti war das Konto leer. Und der Sparkasse nicht mehr so viel gekriegt hat. Fürs Wochenende reicht's. 13.000 nur für Flowey. Strafe muss sein. Little 7 hält bei Schnupe, nimmt auch nur 13.000 mit. Und Ellie endet darf Dr. Drago spazieren fahren. Allerdings bloß diesen einen Zug, denn jetzt hat Knallwetter. Schulden sind weg, steuerlos ran. Ob das jetzt ein guter Tausch war, ich weiß es nicht. Knall nimmt Hau ab Karte. Oh oh. Oh oh. Jetzt ist er bei uns. Oh, sehr schön. Jetzt so eine Tüte nimmt natürlich 5 Walzen. Das ist ja klasse. Oh nee. Hier unten sind die ganzen Knalltüten. Oh, Tüte ist ganz knapp vom Ziel. 3 Felder vom Ziel. Na gut, da wird Tüte die Runde wahrscheinlich gewinnen. Wir sind mutig. Wir haben zwar eine Hau-Ab-Karte, aber wir sind aber mal mutig in der Hoffnung, dass wir in der nächsten Runde den Sack loswerden. Warte mal, ist hier oben vielleicht einer? Ja, Eliente, sehr schön. Mietenkarte. So, Eliente darf sich jetzt mit dem umschlagen. Wir sind fein raus. Haut Killermenti im Anlasch. Killermenti direkt auf jeden Fall Dr. Drago nicht, weil sie ist ja schon fast da. Und das im Oktober des Jahres 22 nach der Zeitrechnung. Flo 89. 12 Felderkarte, wollte ich gerade sagen. Ne, jetzt hat sie noch 6 Felder vor sich. Kommt auf ein rotes Feld, der wird sie wahrscheinlich nur 6 Felderkarte haben. Freiwillig macht man das nicht. Litti 07 zieht auf ein Einkaufenfeld, kauft nichts ein. Dr. Drago verschwindet. Kommt mit dem Fahrrad wieder, sehr schön. Ist ja für Eliente bloß. Und Eliente würfelt. Eliente hat 500.000 Barvermögen. Was er auch gleich ausgibt. Aber nicht so viel hat er ausgegeben. Hm. 4 Walzen für Knall. Problem an der Sache ist, jetzt haben wir es alle überholt. Jetzt würden wir Dr. Drago wiederbekommen. Aber wir sind mal guter Dinge. Tüte nimmt 3 Felder, gewinnt die Etappe. Und wir gratulieren mit einem kleinen Wink in die Luft. Das war Etappe 67 und eingekauft wird zwei Banks. Ja, Bänke. Ja, Leute, diesmal geht's nach Tunis, der Hauptstadt von Tunesien. Worauf wartet ihr noch? Start frei! Wir führen trotzdem noch an. Killermenti ist auf Platz 2. Wir fahren jetzt schön nach Tunis, haben Dr. Drago an der Backe. Genau, so wie wir es brauchen. Hä? Und wir würfeln einfach mal. Auf gut Glück eine große Zahl. Eine 6, wunderbar. So, und landen auf ein Einkaufenfeld. Können wir was verkaufen? Ja, das Mieten, das können wir eigentlich wegballern. Nehmen wir uns für das Ding trotzdem mal noch eine 5er-Walze. Ja, komm, wir holen uns noch eine. Man weiß ja manchmal nicht, muss ja doch ein bisschen vorwärts kommen. Holen wir uns mal noch eine 3-Felder-Karte und eine 6-Felder-Karte, ne, geht nicht mehr, alles voll. Na gut, dann reicht das erstmal so. Killermenti am Zug im November. Mit einer 1. Bekommt sie immerhin noch 7.900 Geld. Schnubi-Bubi. Auch Geld. 7.600. Flowey 89, der Erzfeind. Zieht eine Karte. Karte blockieren, Karte. Ja, gut. Die Lidl 07 ist 35 Felder entfernt.
und reist nach Berlin. Fünf Walzen für Ellie Ente. Ellie Ente macht jetzt einen Abdrücker hier. Und hat nicht mehr Dr. Draco an der Backe. Nee, Quatsch, das war ja hinten ein Knall oder sowas. Aber wir haben ja auch noch eine 5-Walzen-Karte. Zumindest ist Dr. Draco auch nicht weh. 3 Walzen für Ellie Ente. Knall am Ball. Na gut, da steht ein Feld vor uns. Da werden wir Dr. Draco schnell los. 4 Walzen für Tüte. Zucker. Und wir führen immer noch den Laden an. Killer Mandy auf Platz 2 und Platz 3. Im Moment die Lidi 07. Wir sind im Dezember angekommen. Haben Dr. Draco an der Backe. Nehmen 5 Walzen. Zack, zack. 22, immerhin. So, auf geht's. Moment, sind wir richtig hier? Ja. Wo ist gerade die Killer-Mandy, wenn ich es richtig gesehen habe? Auf rotes Feld? Na, bestimmt nicht. So, wir fahren lieber hier rum. Einkaufen fällt? Ja, wir gehen auf Einkaufen halt. In Bernd. Wir gehören sogar schon was. Wir kaufen die Uhrenfabrik. Achso, und die Schokoladenfabrik hier mit dazu. Sehr gut. Damit unser Spielzug in diesem Jahr vorbei. Killer Mandy mit einer 2. Zieht auf ein Kartenfeld, bekommt eine Abkaufenkarte und gibt ab an Schnubi. Mit einer 2 geht's los. Nach Dresden. Wird ein Opernhaus gekauft. Und Flöhen 80. Mit einer 1. Kann nichts kaufen. Tschüss, Lidi 07. Eine 1. 6.300 für die Lidi 07. 3 Walzen nimmt Ellie Ente. In der Hoffnung, gut vorwärts zu kommen. Na gut, 14 ist so wirklich gut. Geld fällt. 5005 Geld. Und Knall. Mit Dr. Drago im Gepäck. Nessie. Oh, ein bisschen Geld hat er verloren. Zucker für Ellie Ente in den Tank. Man darf Tüte ja sogar noch würfeln. Macht einen Abschluss. Vom Jahr 22. Und das macht er am einfachsten mit einer 1 und gibt eins an die Auswertung. Hallihallihallo. So, dann wollen wir mal schauen. Das sind wir. Ich sehe, das war ganz gut. Vielleicht kann es aber doch noch ein bisschen besser werden. Wir führen den Laden an, also besser kann es nicht werden. Und der nächste bitte. Das ist die Killer Mandy. Gar nicht schlecht. Das ist ja schon fast rekordverdächtig. Ja, fast 2 Millionen Punkte hinter uns. Das soll rekordverdächtig sein. Tch. Jetzt bin ich aber auf den dritten gespannt. Schnuppe. Uiui, das ist aber nicht so doll. Ich glaube, wir üben noch ein bisschen, wa? Ich glaube, das hat er letztes Jahr schon zu Schnuppe gesagt, aber er hat recht. Okay, machen wir das Quartett voll. Flui 89. Naja, das könnte besser sein, aber vielleicht wird ja noch was draus. Alles, was lange währt, wird gut. Weiter nun mit dem nächsten Spieler. Lidi 07. Hehe, das ist nicht schlecht. Sehen wir hier etwa schon den Sieger? Nein, tun wir nicht. Ja, wie viel sind's denn noch? Na, Ellie Ente kommt jetzt. Das soll gut sein? Naja, vielleicht kann man ja doch noch was machen. Ne, bei Ellie Ente kann man nichts mehr machen. Einen haben wir wohl noch, wa? Das ist der Knall. Also, da war schon mal jemand besser. Aber vielleicht dennoch am Ball bleiben, Du bist so ziemlich fast alle besser, aber... Und ja. Zum Schluss noch Spieler 8. Genau, jetzt haben wir nämlich schon rein. Tüte. Ich sehe, das war ganz gut. Vielleicht kann es aber doch noch ein bisschen besser werden. Viel besser. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau so muss es sein, was? Oh ja, und genau so muss es auch sein. Wir sind relativ gleich geblieben hier oben. Aber unser Abstand ist natürlich gigantisch. Da passen die anderen ja 8 mal rein. Tja, unten ist natürlich ein Kampf. Aber wie der Kampf weitergeht und ob wir unsere Führung behaupten können, das seht ihr im Jahr 23 von Die Total Verrückte Rallye mit mir, dem Jahre 85, und ihr seid nach wie vor beim Knalltüten-Gaming.
Macht's gut und bis dann. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.